Das sind die Themen. Die SPD hat versagt. Diese Aussagen der Politiker und Polizei machen sprachlos. Kirche in Mülheim wird zur Moschee. Deutschlands Islamisierung schreitet weiter voran. Und Trump will JFK-Akten freigeben. Kommt jetzt die Wahrheit ans Tageslicht? Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir starten erneut einmal mehr in Deutschland und wollen nochmal zurückgehen auf einige Aussagen bezüglich Solingen aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit, und zwar von der SPD. Und da schauen wir uns als erstes mal eine Aussage von Olaf Scholz an, die auch bei einigen für etwas Verwirrung gesorgt hat, vollkommen zu Recht. Denn am 24.08. wurde berichtet, Scholz zum Messerterror in Solingen, mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgehen. Weiter fordert Scholz, es müsse alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können und der Täter hart bestraft wird. Es müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgegangen werden. Ja, und da frage ich mich eigentlich, ja mit was denn sonst, mit der halben Härte des Gesetzes, mit vielleicht 66,6% der Härte des Gesetzes oder vielleicht nur ein Viertel, ein Fünftel? Natürlich muss mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgegangen werden bei Massenmördern und Terroristen, mit was denn sonst, aber das macht ja die SPD nicht, sonst wären längst viele Abschiebungen von Islamisten zustande gekommen, aber da weigert sich ja die SPD, weil halt auch die Grünen mit im Bunde sind und die sind ja auch nicht Mitte, wie einige glauben, sondern eher auf der linken Spur. Dann schauen wir mal weiter, was die SPD-Chefin Esken sagte, nämlich auch von ihr kam eine sehr schräge Aussage. Und zwar in einem Artikel vom 26. August wurde berichtet, SPD-Chefin Eskens schräge Aussage bei Karin Miosga. Aus Solingen lässt sich nicht viel lernen. War das wirklich ihr Ernst? Ganz Deutschland sucht entsetzt nach Möglichkeiten, weitere furchtbare Terroranschläge wie jetzt in die Massenmorde von Solingen zu verhindern. Doch SPD-Chefin Saskia Esken erklärt bei ARD-Moderatorin Karin Miosga, aus dem Terroranschlag ließen sich kaum entsprechende Erkenntnisse gewinnen. Also keep going, alles cool, wird schon nicht so schlimm sein. Tja, und das ist die Chefin der SPD, dieser Partei, die mal vielleicht eine große Partei gewesen ist, irgendwann im Mittelalter, aber mittlerweile sind sie es nicht mehr. Es lässt sich nicht viel lernen, man muss damit leben, was soll man machen? So ist das Leben. Das Leben ist halt kein Ponyhof, laut SPD-Chefin Esken. Kann man auch nur sagen, gute Besserung an eine Partei, die so eine Chefin hat. Wir kommen damit zu Nancy Faeser. Und da schauen wir uns einen Artikel vom letzten Jahr an. Genauer gesagt vom 11.11.2023, da wurde berichtet, riskanter Asylplan. Faeser will Flüchtlinge weniger überprüfen. Die Ampelregierung will die Asylverfahren massiv beschleunigen. Denn das dauert ja alles viel zu lange. Bürokratie in Deutschland ist ja massiv. Aber wie? Indem sie Asylbewerber nicht mehr so gründlich überprüft. Bild erfuhr durch eine E-Mail des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration an Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, wie die Standards gesenkt werden sollen, welche Überprüfungen auf der Streichliste stehen und auf welche Mittel die Behörden noch verzichten sollen. Also, weil es so ein großer Aufwand bürokratisch ist, die ganzen Flüchtlinge, die massenhaft aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen, irgendwie zu überprüfen, da ist der super geniale Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser, dass man die Flüchtlinge dann halt einfach weniger überprüft. Ja, vielleicht sollte Nancy Faeser mal bei sich selbst anfangen, sich und ihre Politik und ihre Partei zu überprüfen, da hätte sie massenweise viel zu tun. Deswegen gehört diese Frau schon längst zurückgetreten, politisch betrachtet. Aber wir wissen, viele Politiker kleben an ihren Stühlen wie die Bienen am Honig. Da wird sich auch nicht viel ändern. Aber jetzt kommen wir zu der absolut verrücktesten Aussage, und zwar von der Berliner Polizei selbst. Die findet ihr auf der Seite www.berlin.de. Und dann schauen wir uns mal an, was die Berliner Polizei so für Tipps gibt, wenn man irgendwie einem Attentäter oder Terroristen oder so begegnet. Da heißt es, Verhalten bei Gewalt und Aggression. Genauso wie Sie im Straßenverkehr durch vorausschauendes Verhalten Gefahren rechtzeitig erkennen und vermeiden können, ist es möglich, frühzeitig Situationen aus dem Weg zu gehen, die zu Aggressionen oder Gewalt führen könnten. Verblüffen Sie Täter mit überraschenden Aktionen. Täuschen Sie zum Beispiel Telefonate mit dem Handy vor. Simulieren Sie Krankheiten, Übelkeit
oder fangen sie laut an zu singen, um dadurch die Täter aus dem Konzept zu bringen. Genau, wenn irgendein Terrorist, ein Massenmörder oder sonstige Attentäter auf mich zukommen mit dem Messer bedrohen, dann fange ich erstmal an, ein Lied zu singen. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Und dann wird er natürlich sofort verschwinden, das ist ja klar, denn so eine Schlagermusik, wer kann das schon ertragen? Dann geht er natürlich freiwillig wieder zurück in sein islamistisches Scharia-Land. Und die Polizei meint das wirklich ernst. Ja, also wenn ihr solche Ratschläge ernst nehmt, dann kann ich auch nur sagen, wieder mal gute Besserung. Wir sehen, wenn man sagt, Deutschland ist ein Phantasialand, dann ist das tatsächlich mittlerweile eine Beleidigung für das Phantasialand, denn Deutschland ist noch viel verrückter. In Jesaja Kapitel 3, Vers 12 heißt es in der Bibel, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Und zwar Frauen, die keine Ahnung haben von ihrer Politik, wie Nancy Faeser, Saskia Esken und Co. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Der Herr tritt auf, um zu richten, und er steht da, um die Völker zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Denn jeder wird sich für seine Politik verantworten müssen bei Gott, egal ob er jetzt das Gelübde abgelegt hat, so wahr mir Gott helfe. Gott existiert, ob die Politiker das glauben oder nicht, spielt ja dabei gar keine Rolle. Das ändert ja nichts an der Existenz Gottes. Und jeder wird ernten, was er gesät hat, früher oder später, spätestens im Gericht des Allmächtigen. Nun, noch ein Beleg dafür mehr, dass die Bundesrepublik Deutschland islamisiert wird. Jetzt wird wieder eine Kirche zur Moschee umgewandelt. Am 27. August wurde berichtet, Mülheimer Kirche wird zur Moschee. Nach langer, schwieriger Suche fand die Ahmadiyya-Gemeinde in Mülheim eine Immobilie. Viele Jahre sei man im westlichen Ruhrpott auf der Suche nach einem neuen Zentrum gewesen, habe sich mit angemieteten Räumen behelfen müssen, doch nun sei man endlich fündig geworden. Ein christliches Gotteshaus muss dran glauben. Konkret ist es eine frühere Mormonenkirche, die nun zur Moschee umgebaut wird. Nun, dass eine Kirche mehr jetzt zur Moschee umgebaut wird, wie in Mülheim, ist natürlich tragisch, ein weiterer Schritt in die Islamisierung. Allerdings die Mormonen, das ist auch wieder so eine Sache für sich, über die habe ich auch schon ein Video gemacht. Die glauben an irgendeinen Joseph Smith, der irgendwie zur linken Gottes sitzt und da einen Engel besucht hat oder ein Engel hat ihn besucht und die haben jetzt ein Buch Mormon. Also es ist auch so eine komische Freimaurersekte fast schon. Ob man da noch von Kirche oder Christen sprechen kann überhaupt, da kann man sich hier mal ein Video über die Mormonen anschauen. Aber schlimm genug, wäre immer noch besser als jetzt eine weitere Moschee in Deutschland stehen zu haben und eine weitere leere Kirche. Wir kommen damit in die USA und verlassen das Phantasialand Germanistan mal lieber ganz schnell, denn Donald Trump hat angekündigt, dass er jetzt die JFK-Akten von der Ermordung John F. Kennedys veröffentlichen möchte, wenn er Präsident wird. Dazu schauen wir uns einen Artikel an vom 23.08. Da heißt es, Trump verspricht mit neuer Präsidentenkommission die Veröffentlichung von Dokumenten über die Ermordung von JFK. Der ehemalige Präsident Trump wird im Falle seiner Wiederwahl eine unabhängige Präsidentenkommission zu Mordversuchen einrichten, kündigte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona an der Seite von Robert F. Kennedy Jr. an. Robert F. Kennedy Jr. ist jetzt auf der Seite von Donald Trump und er ist ja der Neffe von John F. Kennedy. Freitag, das große Ganze. Trump sagte, er werde die Kommission damit beauftragen, alle verbleibenden Dokumente im Zusammenhang mit der Ermordung des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy freizugeben. Nun, das wiederum wäre natürlich sehr interessant und spannend, wenn Donald Trump das machen würde, aber das hat er schon mal angekündigt. Denn wir schauen uns einen Artikel an vom 29. Oktober 2017. Da heißt es ebenso, Kennedy-Mord. Trump, alle Akten werden freigegeben. Amerikas Präsident Donald Trump will auch die letzten noch unter Verschluss gehaltenen Akten über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy zur Veröffentlichung freigeben. Das habe er nach intensiven Beratungen mit seinem Stabschef John Kelly, dem Geheimdienst CIA und anderen Behörden beschlossen. Das Problem dabei ist, dass das allerdings nicht geschehen ist, weil das gar nicht so einfach zu sein scheint, diese Dokumente wirklich zu veröffentlichen. Denn am 27.10.2017 wurde berichtet,
Trump darf nicht alle Kennedy-Akten freigeben. Eigentlich wollte US-Präsident Trump in dieser Woche alle Geheimakten über die Kennedy-Ermordung freigeben. Nun werden doch noch Akten zurückgehalten. Anders als von US-Präsident Donald Trump angekündigt, wird der letzte große Schwung der Geheimakten über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy zunächst nicht komplett veröffentlicht. Trump beugte sich buchstäblich in letzter Minute vor der geplanten Veröffentlichung Sicherheitsbedenken von Geheimdiensten. Nach Angaben von Regierungsmitarbeitern verlangten CIA, FBI und andere Dienste, einige der Akten nicht zu veröffentlichen und sie zuvor zu editieren. Nun, und das birgt natürlich wiederum weitere Verschwörungstheorien. Warum will denn die CIA oder der FBI oder andere Geheimdienste diese Akten nicht komplett veröffentlichen? Was steckt denn da wieder dahinter? Also, da sind wir mal gespannt, ob diesbezüglich die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Aber wir wissen, gänzlich kommt jede Wahrheit ans Tageslicht, früher oder später, spätestens bei der Rückkehr des Herrn Jesus Christus. In Epheser 5, Vers 11 heißt es, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Diese unfruchtbaren Werke der Finsternis, die man aufdecken soll. Und wer ist das Licht der Welt? Wer wird das alles ans Tageslicht bringen und aufdecken und offenbaren? Natürlich Jesus. In Matthäus 10 und in Johannes 8 heißt es, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Ich bin das Licht der Welt. Und somit werden wir auf jeden Fall bestimmt die ein oder andere Überraschung noch bekommen, wenn gänzlich über alles und jeden die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Zum Schluss lade ich euch auch noch herzlich ein, euch auf meiner Homepage ein bisschen umzuschauen. Da gibt es viele Rubriken, ein Forum, wo ihr euch austauschen könnt. Ihr seht auch verschiedene Endzeit-News, auch Nachrichten aus aller Welt. Ihr seht auch verschiedene Themen, die besprochen werden. Über die Endzeit, über den Antichristen, das Mahlzeichen, über verschiedene Themen, auch biblische Themen, Gebote, Jesus, Evangelium und so weiter. Schaut gerne vorbei auf www.endzeitreportermcm.com. In diesem Sinne, lasst auch gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal und meine Arbeit. Und vielen Dank an alle, die das tun. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, früher oder später, aber spätestens bei der Rückkehr des Königs, des Herrn der Herren, dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.